Ich habe mehrmals versucht, mit der Ermittlerin zu telefonieren. Ich habe auch E-Mail-Anfragen geschickt und bin immer abgewiesen worden. Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein Jugendlicher vergeht sich an einer Kindergartenschülerin. Aber wo ist der Täter? Chantal Hebise, du bist Autorin vom Artikel namens «Täter unbekannt». Wirklich, mit einem Fragezeichen am Schluss, das muss man betonen. Da geht es um ein 8-jähriges Mädchen namens Roida. Und wie bereits angetönt, geht es um einen sexuellen Übergriff. Bevor wir zum Fall selber kommen, wie ist denn der überhaupt bei dir gelandet? Die Familie hat sich über unsere beobachterinterne Whistleblower-Plattform sicher gemeldet. Sie hat mir später im Gespräch gesagt, dass sie eine Schweizer Freundin haben, die sie im ganzen Verfahren so ein bisschen unterstützt hat. Und die hat ihnen empfohlen, sich beim Beobachter zu melden. Weil es so ein schwieriger Fall ist offenbar, wo der Beobachter müsste eingreifen. Jetzt, was ist denn dem Mädchen, der Roida, passiert? Die Roida hat eine Aufnahmeklasse besucht. In dieser Aufnahmeklasse sind vom Kindergarten bis zu der Oberstufe alle in einer Klasse gewesen. Und in dieser Schule ist dann zu einem mutmasslich sexuellen Übergriff gekommen. Der Bub, der Jugendliche, hat sie ins WC gelockt und hat dort die Türe beschlossen und hat sie dann gezwungen, seinen Penis ins Maul zu nehmen, bis er zum Samen rausgekommen ist. Ja, ein krasser Fall, du hast es gesagt. Es ist aber auch eine spezielle Umgebung, die Handlung findet, wie du gerade gesagt hast, bei einer Aufnahmeklasse statt für Asylbewerber. Genau, also es ist tatsächlich auf den ersten Blick ein bisschen speziell, dass Kindergärtner zusammen mit Oberstufenschülern in die Schule gehen. Das ist dann so gewesen, weil es in dieser kleinen Zürcher Gemeinde halt nur wenige Asylbewerber hatte, die in die Schule mussten. Und darum hat man einfach alle in eine Klasse hineintun. Und dort war mutmaßlich der Täter auch dabei gewesen. Genau, Täter und Opfer haben beide in der gleichen Asylunterkunft gelebt und haben die gleiche Aufnahmeklasse besucht. Jetzt kommen wir mal zur Familie. Woher stammt denn der Roida, ihre Familie, die in dem Artikel Moradi heisst? Und zum Schutz haben wir natürlich einen anderen Namen genommen. Du sprichst es an, man muss die Familie sehr stark schützen. Darum darf ich auch nicht sagen, woher dass die Familie ganz genau kommt. Was ich kann sagen kann, ist, dass die Familie aus einem islamisch geprägten Land kommt. Es gibt also Unterschiede zu der Kultur, von da ganz eindeutig. Und das gibt auch Schwierigkeiten. Ja, richtig. Mutter hat mir im Gespräch erzählt, dass es in ihrer Kultur sehr unanständig empfunden wird, wenn man generell über Geschlechtsmerkmal redet und insbesondere mit Kind. Mit Kind hat man dann so kindliche Begriffe, wo man mit denen dort die Sachen benennen, aber auch nur von Mutter zu Tochter. Und die Roida hat, wo das passiert ist, nicht einmal gewusst, dass Buben das Geschlechtsteil der Buben anders heisst, hat das auch nicht können richtig benennen. Und das ist natürlich dann nachher bei den Ermittlungen sehr schwierig gewesen. Die Roida kann fliessend Schweizerdeutsch. Aber wo sie die Polizistin gefragt hat, ob sie denn das Schnäbeli vom Bub, also vom Jugendlichen gesehen hat, hat die Roida einfach nicht gewusst, was sie meint. Also ganz erhebliche Schwierigkeiten, kann man da dazu sagen. Hast du selber auch mit der Roida geredet? Nein, und ich kann das auch verstehen. Das Mädchen ist schwer traumatisiert. Die Eltern haben mir zum Beispiel ein Video gezeigt, wo der Vater einen dunkelhäutigen Bub an der Hand hat. Und die Roida reagiert sehr heftig. Sie beschimpft den Bub und sie fordert den Vater auf, den Bub sofort loszulassen. Auch wenn sie heute einem Dunkelhäutigen auf der Straße begegnet, dann beschimpft sie den. Und für die Roida, die jetzt 9 ist, ist es sehr schwer verständlich, dass ich als Journalistin eine andere Rolle habe als jetzt Polizistin. Und sie will weder mit den Polizisten noch mit sonst irgendjemandem über das reden. Sie will das einfach nicht mehr thematisieren. Du hast es angesprochen, dunkelhäutig. Sie reagiert dort stark. Das heisst, der Täter ist auch dunkelhäutig. Was weiss sie denn sonst noch über den Täter? Sie hat ihn beschrieben als etwa 12 bis 14. Und dass er auch in der gleichen Asylunterkunft wie sie gelebt hat und die Eltern dort gewohnt haben und auch ein jüngerer Bruder von ihm. Und sie weiss den Namen nicht von dem Bub, aber sie kann ihn sehr gut beschreiben.
jetzt einfach mal vom Schiff aus gesehen, wenn ich mir das anhöre, er ist in der gleichen Schulklasse, in der gleichen Aufnahmeklasse. Da wird es doch auch relativ einfach sein, einen Täter zu ermitteln. Würde man meinen, ja. Es hat aber verschiedene Schwierigkeiten in dem Verfahren gegeben. Einerseits, Treude ist zum Tatzeitpunkt wahrscheinlich etwa 5 bis 6 gewesen. Also Kinder in dem Alter haben ja noch kein Zeitgefühl. Sie hätten nicht können sagen, wann das der Übergriff genau stattgefunden hat. Sie hat das in einem ersten Moment einfach verdrängt und hat auch gar niemandem erzählt. Erst später ist das rausgekommen. Und das macht es natürlich extrem schwierig. Die zweite Schwierigkeit war, dass die Ermittler eigentlich am falschen Ort anfangen zu suchen. Also in der Schweiz mit der Schulpflicht muss ja jede Schule können anweisen, wenn welches Kind den Unterricht besucht hat. Aber die Ermittlerin hat einfach schlicht bei der Schulbehörde nie nachgefragt nach diesen Listen. Sprich, also die Polizei hat den Täter nicht gefunden? Sie haben ihn nicht gefunden. Sie haben dann irgendwann beschlossen, das Verfahren einzustellen, weil sie alle Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft haben. Meiner Ansicht nach haben sie das aber nicht gemacht. Es hat meiner Ansicht nach Fehler gegeben. Aber es ist ja recht erstaunlich. Also ich meine, das ist trotz allem irgendwie ein begrenztes Personal in so einer Schulklasse. Da müsste es doch möglich sein. Ist der Täter dann weggezogen, oder? Das ist natürlich so, dass es in diesen Aufnahmeklassen gibt's einen ständigen Wechsel, dadurch, dass die Familien in diesen Heimen teilweise auch umplatziert werden. Die Opferfamilie selber ist später umplatziert worden, ist weggezogen von dieser Gemeinde. Und darum sind die Listen so wichtig eigentlich, um können anweisen, welches Kind ist in welchem Zeitraum überhaupt in die Schule gegangen. Die Liste gäb's. Ich habe mit dem Schulvorsteher geredet und er hat gesagt, ja, sie können das sagen, aber die Ermittler haben sie einfach nie kontaktiert. Also, den hat er nicht gefunden. Man weiss nicht, wo der hin ist, ob der überhaupt noch in dieser Schule ist oder sonst irgendwo, weil man die Liste nicht hat. Die Eltern sind sicher wahnsinnig enttäuscht. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass sie auch Vorwürfe machen. Ja, sie sind sehr enttäuscht und vor allem auch verrückt. Und ich kann die Wut sehr gut nachvollziehen. Wenn man sich vorstellt, das ist ein massiver Übergriff und in ihren Augen hätte man besser können arbeiten. Und ich teile den Eindruck teilweise. Ich habe mehrmals versucht, mit der Ermittlerin zu telefonieren. Ich habe auch E-Mail-Anfragen geschickt und bin immer abgewiesen worden. Also ich habe wirklich versucht, konkret zu fragen, wo sind Fehler passiert, müssen sie vielleicht den Fall nochmal neu aufgreifen. Und alles, was ich bekommen habe, waren so Allgemeinplätze gewesen, à la, man hat umfangreiche Ermittlungen getätigt und alle Mittel sind ausgeschöpft. Mhm. Ich habe dann die Ermittler darauf hingewiesen, dass ich eine Vollmacht habe von der Familie, dass sie mir überhaupt dürfen Auskunft geben und meiner Meinung nach auch müssen Auskunft geben. Aber auf das sind sie gar nicht eingegangen. Ich bin einfach mit meinen Fragen stehen geblieben und irgendwann nach 5, 6 E-Mail-Austausch habe ich dann einfach gesagt, ich darf jetzt das einfach so schreiben, was sie mir geliefert haben. Mhm. Kathrin Reichmuth vom juristischen Dienst, vom Beratungsdienst, vom Beobachter. Behörden sind nicht zur Auskunft verpflichtet, könnte man ja jetzt sagen. Gegenüber Medien schon gar nicht. Also wir machen zuerst mal eine kleine Einordnung. Wir sind da im strafrechtlichen Verfahren rein. Das Mädchen oder die Eltern haben Strafanzeige gemacht. Die Strafbehörden fangen jetzt an ermitteln. Wir haben das Akteneinsichtsrecht gemäss der Bundesverfassung. Das ist ein Teil vom rechtlichen Gehör. Und die Parteien, die haben Einsicht natürlich in die Untersuchungsakten. Das heisst, die Eltern, das Mädchen und der Anwalt. Auch die beschuldigte Person grundsätzlich darf auch die Akten anschauen, aber erst nach der ersten Einvernahme. Und ja, die dritte, die Medien zum Beispiel, dort gibt es natürlich Grenzen. Man sagt dem die überwiegenden öffentlichen und privaten Interessen. Im Fall in der Stadt auch, von dem haben sie Gebrauch gemacht. Und dir, Chantal, geschrieben, dass das Schutzbedürfnis von diesen involvierten Jugendlichen höher zu gewichten ist als das öffentliche Interesse. Und da haben wir die Begründung und darum gibt es leider keine Akteneinsicht jetzt in dem Fall. Aber es klingt trotzdem so, als würde man quasi irgendwie den Täter schützen und das Opfer hat jetzt halt Pech gehabt und ist geschlafen. Das würde ich jetzt in dem Fall wirklich nicht so sagen, weil es ist ja sind die involvierten Personen, die haben Akteneinsicht und das ist jetzt eine dritte Person. Wir als Beobachter, die Medien, haben in dem Sinn
in dem Fall jetzt noch nichts suchen. Mhm. Aber jetzt hätten das die Eltern hätten die Akteneinsicht bekommen, via, was weiß ich, ihre Anwältin oder Anwalt. Ja, was können sie denn überhaupt noch machen? Das muss man dann ganz gut mit dem Anwalt anschauen, weil er die Strategie festlegen. Er kann auch die Beweisanträge im laufenden Verfahren noch stellen. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, was ist wenn zum Vorschein gekommen, in welchem Stadium sind wir gewesen im Verfahren. Das ist entscheidend. Mhm. Und da gibt es aber noch Mittel, die Sie könnten da anwenden? Ja, je nachdem. Also wenn wir noch vor der Sistierung sind, dann kann der Anwalt natürlich Beweisergänzungen beantragen. Das ist möglich. Mhm. Die Ermittlungen, die sind aber so oder so schwierig gewesen, in dem Fall. Weil wir haben vorliegend keinen konkreten Täter. Das muss man einfach an dieser Stelle mal noch sagen. Das Mädchen hat Aussagen gemacht, aber sie hat auch nicht spezifische Aussagen gemacht, wie zum Beispiel, er hat einen Sprachfehler gehabt oder er hat vielleicht eine Narbe am Penis gehabt. Sachen, die jemand eindeutig identifiziert. Und das macht es natürlich sehr schwierig für die Strafverfolgungsbehörden, dort zum herauszufinden, wer ist der Täter. Also man hat eigentlich nur die Aussage von dem Mädchen gehabt, wo ja zeitlich auch später gekommen ist als der Übergriff, dass durch die Qualität schon ein bisschen mindern. Und nachher hat die Polizei müssen mit dieser Aussage anfangen zu ermitteln. Und das macht es schwierig. Aber gleichzeitig ist das ja ein sechsjähriges Mädchen und das kann man ja in dem Moment nicht so fordern wie vielleicht eine erwachsene Person. Genau, und das ist eben das Problem in dem Fall. Man hat ein sechsjähriges Mädchen, man weiss nicht genau, was hat sie gesehen, wie hat sie das wahrgenommen, wie ist sie beeinflusst worden von den Eltern. Je nachdem, bei einem sechsjährigen Mädchen weiss man nicht genau, ein Fötterchen angelegt, was hat sie denn genau gesehen. Einfach die Qualität von der Aussage ist ein bisschen gemindert. Hm. Im Gegensatz zu jetzt einer 20- oder 30-jährigen Person. Und das stellt die Strafverfolgungsbehörde vor Schwierigkeiten. Es ist nicht ganz einfach. Jetzt ist es so, dass die Eltern auch noch Vorwürfe gerichtet haben an die Behörden und die haben mit ihrer Herkunft zu tun. Chantal. Ja, richtig. Sie haben gesagt, wenn es ein Schweizer Kind gewesen wäre, das betroffen war, das Opfer gewesen wäre, dann hätte man den Täter gefunden. Ich habe die Jugendanwaltschaft mit dem Vorwurf konfrontiert. Sie verneinen das natürlich. Was ich aber sicher kann sagen kann, die Polizistin, die in dem Fall über das SEM, also über die Migrationsbehörden in Bern gegangen ist, um die Schülerliste anfordern zu können, wäre wahrscheinlich bei einem Schweizer Kind nie auf die Idee gekommen, zum SEM involvieren und den Umweg zu nehmen. Also, dort kommt man natürlich nicht zu diesen Listen. Das ist irgendwie rückblickend völlig klar, aber sie im Verfahren hinein hat das offenbar nicht gesehen. Das Einzige, was ich dort dazu sagen kann, bei diesen Klassenlisten, wenn man die rausgeben muss, das ist auch wieder eine Abwägung. Also die Strafverfolgungsbehörden, die müssen überlegen, wie können wir die Klassenlisten überkommen. Es ist eine Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht auch von diesen anderen Kindern, die auf diesen Listen sind. Und jedes Mal, wenn sie die wieder beantragen oder irgendwelche Klassenlisten holen, müssen sie das wieder neu begründen. Jetzt der Fall geht aber noch ein bisschen weiter, oder? Es ist dann doch noch, das nämlich im Artikel, ist doch noch ein Klassenbild auftaucht, wo der junge Täter, in Anführungs- und Schlusszeichen, ebenfalls drauf ist. Und immer noch jetzt schwierig zu ermitteln, wer das ist. Ja, richtig. Also im laufenden Verfahren haben die Eltern immer wieder geäussert, die Liste, die die Polizei damit geschaffen hat, die sei nicht abschliessend. Da sehen nicht alle Kinder drauf, die sie gesehen haben in der Schule. Also die Eltern haben das Mädchen auch immer wieder in die Schule begleitet und haben die Schüler auch so ein bisschen gekannt und gewusst, das sind nicht alle. Man ist aber dann leider von Seiten der Polizei nie auf die Idee gekommen, dass man vielleicht den Ermittlungszeitraum ausdehnen müsste. Und irgendwann hat dann der Opferanwalt mit einem Antrag die Polizei aufgefordert, um den Zeitraum zu erweitern. Und dort ist aber wirklich meiner Meinung nach ein grober Fehler passiert, weil die Polizistin hat eine neue Liste beantragt, aber für den Zeitraum, wo sie zuerst ermittelt hat. Also einen kürzeren Zeitraum als eigentlich als die zwei vollen Kindergartenjahre. Mhm. Und das heisst, der Täter kann schon längst nicht mehr anders sein?
Der Täter hat tatsächlich das Durchgangsheim schon längst verloren gehabt, das hat man gewusst. Und jetzt ist er einfach durch die Masche geschlafen, weil eben der Ermittlungsraum einfach zu eng bemessen war. Die Opferfamilie hat dann nicht aufgegeben und hat von sich aus die Klassenlehrerin nochmal kontaktiert und hat gesagt, ob sie nicht vielleicht irgendwo noch ein Klassenfoto von früher herum hätte, wo sie den Täter möglicherweise darauf identifizieren könnte. Und tatsächlich hat dann die Klassenlehrerin ein Foto gefunden und man hat dort drauf einen Bub gesehen, wo es hätte können gewesen sein. Aber im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, das war eben auch nicht gewesen. Aber es war wie nicht klar gewesen, ob jetzt das Ende der Fahnenstange ist, ob mit dem Klassenfoto alles ausgeschöpft war oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Das ist sehr gut nachvollziehbar. Irgendwie findet man wieder ein Foto und man sieht wieder eine Person, die könnte zum Täter passen. Aber auch da, das sind Beschreibungen, die man macht. Und es gibt immer eine Person, einen Täter auf der anderen Seite. Und man muss dort einfach sehr gut abwägen, auch als Strafverfolgungsbehörde, was macht man damit? Was macht man mit diesen Aussagen? Und jetzt auch vorliegend haben wir auch ein prozessuales Problem. Also grundsätzlich dürfen Kinder während dem ganzen Verfahren in der Regel nicht mehr als zweimal einvernommen werden. Und das Mädchen ist ja schon mal einvernommen worden, wie wir gehört haben. Und das heisst, man muss sich gut überlegen, wann tun wir das Mädchen noch mal einvernehmen. Weil wenn sie nachher eine Aussage macht und sagt, ich habe ihn gesehen auf dem Klassenfoto, aber bin mir gleich nicht ganz sicher, dann ist die zweite Chance weg. Und nachher kann man es im ganzen Verfahren das Mädchen nie mehr einvernehmen. Das schützt das Kind natürlich im Verfahren, dass es nicht zu fest belastet wird. Das heisst eigentlich, das erste Mal, wenn man das Kind einvernimmt, weiss man, wer der Täter ist. Und beim zweiten Mal tut man den Täter konfrontieren. Und im besten Fall sagt das Opfer, ja, das ist der Täter. Das war eben auch noch eine Frage, die in der laufenden Recherche auftaucht ist. Die Jugendanwältin, die der Polizei den Auftrag gibt, was sie als nächsten Ermittlungsschritt dürfen machen, hat die Polizistin angewiesen, den Bub von dem Klassenfoto ausfindig zu machen und ihn zu einer Befragung einzuladen. Und sie hat den Bub ausfindig gemacht, aber sie hat ihn nie vorgeladen zu einer Befragung. Auch diese Frage habe ich der Jugendanwaltschaft und der Polizei gestellt. Warum ist das nie passiert? Und auch diese Frage ist leider unbeantwortet geblieben. Ein richtig krasser Fall. Und ob es jemals zu einem Ergebnis kommt, das muss die Zukunft noch zeigen. Jedenfalls, so einen Fall erfindet man sich auch nicht einfach so. Aber Zweifel stehen noch im Raum. Wie geht es der Roida und ihren Eltern heute? Die Roida möchte mit dem Fall nichts mehr zu tun haben. Sie möchte nie mehr befragt werden. Sie hat eben darum auch mit mir als Journalistin nicht reden wollen. Für die Eltern ist es sehr schwer zu akzeptieren, dass sie keine Gerechtigkeit erfahren. Aber sie sehen auf der anderen Seite auch ihr Kind, wo sie nicht möchten, nochmal durch alles durchziehen. Sie hätten können diese Stierung, die jetzt eingetreten ist, anfechten, aber haben dann aufgrund vom Zustand von ihrer Tochter entschieden, dass sie es jetzt auf sich beruhen lassen. Auch weil ihr Anwalt ihnen mitteilt hat, dass könnten Kosten möglicherweise auf sie abgewälzt werden. Das ist nicht der entscheidende Punkt gewesen für sie, wenn ich sie richtig verstanden habe, sondern effektiv der Schutz vom Kind. Der Fall, ein Podcast vom Magazin Beobachter, Produktion Eric Facon und Emanuela Kählen. Nachzulesen ist diese Episode im Heft vom 4. August 2023. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Schreiben Sie uns an podcast@beobachter.ch. Und diesen Podcast können Sie auch abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Plattformen.